Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, mit euch 3 Stunden lang über Kohlenhydrate sprechen, über Aminosäuren, über Fette. Ich glaube jedoch an Folgendes, dass all das Wissen, all die Strategie, all die Mechanik, all die Technik nicht dein limitierendes Problem darstellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es immer sehr schwer, über einen längeren Zeitraum zu sitzen und mich nicht zu bewegen. Und wie könnte ich anders als über Fitness heute sprechen, ohne mit euch ein bisschen Fitness zu betreiben? Deswegen, liebe Regie, darf ich einmal bitten, Musik abzuspielen. Ihr dürft einfach alle mal aufstehen. Ja, ja, ja. So, und wenn nötig, das Jackett ausziehen etc. Ein bisschen Platz schaffen. Wir machen mal ein bisschen Übungen zum Lockern, zum Aufwärmen. Hervorragend. Ein bisschen mal die Hände wach machen. Seid ihr noch wach, Köln? Seid ihr noch wach? Beide Arme weit nach oben, ganz genau, machst einen Toe-Touch, den Popo nach hinten schieben, abrollen und du willst deine Füße berühren, ganz genau. Ja, weit nach oben, so weit wie es möglich ist, weit nach oben, den Popo musst du weit nach hinten strecken, weit zurück, roll dich mal ab nach unten in Richtung Boden. Jawohl, ein letztes Mal, weit nach oben, ich weiß, der Stuhl ist im Weg, sorry. Einatmen, hoch, ausatmen, roll dich weit ab, sehr gut. Nimm mal die Füße schulterbreit auseinander und gib mir deinen besten Squat, deine Kniebeuge. Bring die Arme vor, ja, ja, komm, und weit runter. Nach unten in den Popo, ganz genau, so ist schön, jawohl. Weitermachen, weitermachen, es geht tief, jawohl, sehr schön. Unten bleiben, bleib unten. Hier halten, sehr schön. Von jetzt ein bisschen mehr Spaß hier vorne in der dritten Reihe. Das sieht mir nicht nach Spaß aus. Bleiben. Ihr da hinten wollt auch unten bleiben. Brennt ein bisschen. Brennt ein bisschen. Ein Wort genießen. Ja, genießen. Bleib unten, du machst ganz kurze, kleine Bewegungen. Ganz kurz. Der Coach darf aufstehen, ihr dürft nicht, ja? Ihr macht weiter. Kleine Bewegung, ganz kurze, kleine, jawohl. Die letzten 8 zählen wir zusammen runter. Kurz, jawohl, weiter. Das sieht von hier oben übrigens super aus. Ihr habt keine Ahnung, ja? Eine Runde und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Steht auf, wundervoll. Setzt euch. Sehr gut. Sehr schön. Setzt euch. Hervorragend. Ich wollte sicherstellen, dass ich auf jeden Fall eure Aufmerksamkeit habe zu Beginn meines Vortrags. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade beliebter gemacht habe oder unbeliebter für den heutigen Abend, aber das sehen wir gleich. Kurzer Gegencheck. Wem geht es jetzt zumindest ein kleines bisschen besser als noch vor 2 Minuten? Hand hoch. Wem geht es schlechter? Wer möchte am liebsten meinen Vortrag schon wieder verlassen? Ich hoffe, keiner, denn ich habe, glaube ich, ein paar spannende Dinge, die ich mit euch teilen möchte. Ich bin derjenige, um ein kleines bisschen Kontext herzustellen, der sich mit Ernährung, Fitness, Medizin, Psychologie, Peak Performance beschäftigt. Das ist jetzt mittlerweile seit 21 Jahren beruflich. Und wenn ich so rausgehe mit Leuten, ist das immer sehr spannend. Ich ernte wahnsinnig interessante Reaktionen. Zum Beispiel, wenn ich mit Leuten essen gehe, ist es üblicherweise so, dass die Leute erstmal abwarten, was ich zu essen bestelle. Um dann in aller Regel der Fälle dasselbe zu bestellen. Also interessant, dass ich offensichtlich schon durch mein Dasein das Verhalten anderer Menschen zumindest in diesem Augenblick verändere. Noch spannender ist es, wenn ich in den Städten, ich habe 2 Fitnessclubs, in den Städten kenne ich dementsprechend Leute, die Kunden sind bei mir, wenn ich dann dort in den Supermarkt gehe, schlendere zur Kasse und dann sehe ich zufällig Kunden von mir mit 3 Packungen Chips auf dem Band. Sehr interessant, die Reaktion. Eigentlich immer das gleiche, Rechtfertigung, das ist nicht für mich. Ich würde ja nie was sagen, ja, aber zumindest sehen tue ich es trotzdem. In jedem Fall, auf was ich heute mit euch hinaus möchte. Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, mit euch 3 Stunden lang über Kohlenhydrate sprechen, über Aminosäuren, über Fette. Ich könnte mit euch über High-Intensity-Training sprechen, warum das vielleicht aktuell die wertvollste und spannendste Methodik ist, um effektiv schnell fit zu werden. Ich glaube jedoch an Folgendes, dass all das Wissen, all die Strategie, all die Mechanik, all die Technik nicht dein limitierendes Problem darstellt. Im Zweifelsfall nimmst du dein Smartphone und gibst ein, die 5 effektivsten Übungen, um meine Nackenverspannungen loszuwerden. Und ich wette, dass jeder Antworten bekommen wird. Die Frage für mich ist nicht so sehr,
ob es genügend Wissen gibt. Die Frage ist viel mehr, warum du das, was du vielleicht schon längst weißt, einfach nicht nutzt. Und im Vorfeld und Vorbereitung auf dieses Event habe ich mich natürlich gefragt, was ist eben der optimale Nutzen, den ich euch bieten kann innerhalb der kurzen Zeit. Und ich werde euch also heute nicht den optimalen Ernährungsplan hier vorstellen, wo genau draufsteht, was ihr essen sollt. Ich werde euch nicht den optimalen Trainingsplan oder sonstige Dinge vorstellen, sondern ich möchte mit euch vielmehr über das Mindset sprechen dahinter, über Fitness, Motivation und herausfinden und Geschichten aus meinem Coaching erzählen, um euch möglicherweise zu inspirieren, ab heute Abend spätestens, ich habe da gerade schon den ersten Teil gemacht, mehr Sport zu treiben, euch regelmäßig und gesund zu ernähren, euch besser zu entspannen, euch mit Stressbewältigung zu beschäftigen und so weiter. Damit ihr so ein bisschen eine Idee habt, was so täglich in meinem Alltag so passiert, möchte ich euch gerne drei meiner Klienten beschreiben. Und zwar eine Klientin, die ich vor einigen Jahren betreuen durfte, mit schwerwiegenden Essstörungen, Fressbrechsucht, also eine wirklich komplexe und schwierige Angelegenheit. Beruf von dieser Frau Ernährungsberaterin, gibt es häufiger als man glaubt. Also sie selber stand jeden Tag beruflich vor Menschen, hat ihnen erzählt, was sie essen und trinken sollen und hat selbst ihr Essverhalten nicht unter Kontrolle. Einen zweiten sehr interessanten Klienten, den ich betreuen durfte, Haltungsschädigungen, Skoliose, Bandscheibenproblematiken, also bis hin zu Taubheitsgefühlen in den Fingerspitzen wegen Halswirbelsäulenproblematiken. Sein Beruf, Physiotherapeut, er schüttelt schon den Kopf, ist es wirklich wahr, Physiotherapeut. Und der vielleicht spannendste Fall für mich war, jemand, der Kettenraucher war, wirklich etliche Zigaretten am Tag, von Beruf Herzchirurg. Und all diese Menschen kamen zu mir und ich frage dich, was du glaubst, wie so ein Coaching mit einem Herzchirurgen aussieht. Glaubst du, ich sage, mein Freund, setz dich mal hin, hör mir zu. Im Zigarettenrauch sind ungefähr 36 potenziell krebserregende Substanzen drin. Und im Übrigen, die Substanzen aus dem Qualm in der Zigarette lagern sich an deinen Herzkranzgefäßen fest, machen eine Arteriosklerose. Da bekommst du vielleicht einen Herzinfarkt, mein Freund. Da muss man das operieren. Mit einem Bypass, mit einem Stent, mit dem Katheter, wie auch immer. Der wird mich anschauen und wird sagen, mein Freund, ich bin derjenige, der zweimal am Tag seit 15 Jahren Herzen operiert und genau diese Problematiken sehr, sehr genau kennt wie kein Zweiter. Meine Frage an euch ist, ja, warum handelt er nicht dementsprechend? Warum macht er nichts daraus? Seine Expertise, sein Fachwissen bis ins Detail hilft ihm nicht. Und ich habe mir eine OP angeschaut. Das Erste, was er macht nach der Operation ist, seinen Kittel ausziehen, seinen Mundschutz runter, in den Warteraum und eine Zigarette rauchen. Wahnsinn. Und ich bin fest überzeugt, dass ich so jemandem und generell Menschen nicht damit helfe, indem ich dir zum 185. Mal erzähle, was passiert, wenn du Kekse isst, mit einem Blutzuckerspiegel Insulin ausgeschüttet wird, die Bauchspeicheldrüse irgendwann den Geist aufgibt. Ich bin fest überzeugt, ich kenne euch nicht persönlich, aber ich glaube zu wissen, dass ihr das schon alle längst wisst. Noch nie gab es eine Zeit mit so viel Fachwissen in der Bevölkerung über Ernährung, Fitness und so weiter. Noch nie. Als ich mein allererstes Buch geschrieben habe, mittlerweile 15 Jahre her, war das eine Riesensensation, als ich erzählt habe, Kohlenhydratreduktion und hier schau mal die Fette und die Butter ist nicht so schlimm, wie man glaubt. Mittlerweile kommen Klienten zu mir und wissen Dinge, wo ich selber mal nachschlagen muss. Letztens habe ich einen Anruf bekommen von einer Reporterin und da hieß es dann, ich sollte mich mal äußern für ein Interview über das neue US-Trendthema Food Prep. Da hat er gesagt, ach herrje, was ist denn das jetzt? Ja, ich habe gar keine Ahnung, was ist denn Food Prep? Habe ich schnell gegoogelt. Food Prep bedeutet Food Prepping, zu Deutsch vorkochen. Ah, okay. Vorkochen heißt also sonntags 2 Kilo Putenbrust vorkochen, in Tupper packen und für die Woche mitnehmen. Gibt es also in den USA jetzt Trends, Food Prep Experten. Gut. Kunden kommen zu mir und die wissen vegane Ernährung, die kennen Paleo, die kennen intermittierendes Fasten, die kennen Low Carb, Low Fat, all die Dinge. Ich bin sicher, wenn wir jetzt hier eine offene Runde hätten, würden wir so viele Meinungen und wirklich fachspezifisches Wissen zusammensammeln können. Die Frage ist nicht so sehr, ob du weißt, wie man sich gesund ernährt und ob du weißt, dass Sport für dich gut ist, sondern die Frage ist vielmehr, warum du es nicht machst. Und ich bin fest überzeugt, du musst kein Herzchirurg sein, um zu verstehen, dass Rauchen für dich nicht gut ist. Ich glaube auch, du musst kein Physiotherapeut sein, um zu wissen, dass viel Sitzen am Tag in Verbindung mit wenig Sport für dich wahrscheinlich irgendwann nicht gut ausgeht.
Und ich bin auch sicher, dass du nicht Diplom-Ökotrophologe oder Diätassistent sein musst, um zu verstehen, was Kekse, Zucker, Süßigkeiten, Döner und Pizza in deinem Körper für Probleme auslösen können. Das ist bekannt. Und ich möchte euch auch belegen und beweisen, dass ihr vermutlich genauso auch aufgestellt seid und wahrscheinlich sehr genau wisst, was ihr machen müsstet. Und eben ganz kurz für mich als Info, wer von euch hat den Wunsch, ein paar Kilo abzunehmen? Und ich rede nicht davon, du willst jetzt von 11,3% auf 7,5% Körperfett runter, sondern wirklich 5 Kilo und mehr. Mal eben Hand hoch, heb mal die Hand höher, dass ich gut sehen kann. Okay. Typischerweise sind es meistens mehr Frauen, die die Hand heben. Liebe Frauen, wenn ihr mit eurem Partner heute Abend hier seid, und der jetzt die Hand nicht gehoben hat, ihr aber dringend der Meinung seid, der hätte auch, dann dürft ihr gerne beide Hände anheben. Ich verrate euch, pass auf, ich verrate euch jetzt den absolut ultimativen Tipp. Mehr müsst ihr nicht wissen zum Thema Körperfettabbau. Mehr gibt es nicht zu wissen. Ja, eine absolut wichtige Nachricht. Der Satz schlechthin. Auf Social Media würde man jetzt so Clickbaiting machen, so Klickköder. Ja? Ernährungsberater hassen diesen Trick. Ja? Das Geheimnis um den Fettabbau ist gelüftet. Der absolut wichtigste, elementarste Tipp, um Körperfett aufzubauen, abzubauen, ja? Schöner Versprechen. Um Körperfett abzubauen, wenn ich du wäre, würde ich es aufschreiben, aufgepasst. Dann, das war jetzt nicht auf sein Gewicht ausgelegt, übrigens der Witz, weil er was zu schreiben hatte. Dann, nett ist übrigens ein Attribut, was ich selten zu hören bekomme von meinen Klienten. Der absolut wichtigste Tipp ist, verbrenn mehr, als du zuführst. Für wen ist das neu? Hand hoch. Für dich, war klar. Den habe ich verdient. Das ist nichts Neues. Das ist bekannt. Wir können es natürlich komplizierter machen und wir können sagen, Mensch, wenn du verstanden hast, du sollst dich mehr bewegen, super gut, dann sagst du vielleicht hervorragend, ich gehe jetzt einfach mal joggen, aber man würde jetzt sagen, du kannst nicht einfach joggen gehen, du brauchst auch ein paar passende Laufschuhe. Ja, passende Laufschuhe, also geht's erstmal zum Sportladen, du musst eine Laufbandanalyse machen, dann schaut man, ob du Pronierer bist, Supinierer, einen Senkspreizfuß hast, wie auch immer, dann kriegst du ein passendes Paar Turnschuhe. Jetzt sagst du, wunderbar, jetzt habe ich ein Paar Turnschuhe, kann ich jetzt laufen gehen? Sagst du, nein. Geht nicht, denn du musst erstmal deine optimale Fettverbrennungszone kennen, nicht wahr? Also geht es wieder aufs Laufband, dann macht man eine Laufbahnanalyse, wo man dann halt herausfindet, wo ist deine optimale Fettverbrennungszone, dann kriegst du hinter einen Pulsmesser verabreicht, damit man mit einem Pulsmesser, ihr wisst also, auf was ich hinaus möchte, man kann das alles sehr kompliziert machen und sehr schwierig und alles versuchen neu zu erfinden. Ich glaube, dass das nicht notwendig ist, sondern einfach mal die Schuhe anziehen und rausgehen, ist wahrscheinlich schon eine sehr, sehr gute Idee. Ich möchte mit euch zwei Dinge vor allen Dingen in der verbleibenden Zeit noch eben besprechen, nämlich es geht mir darum, herauszufinden, was ist der limitierende Faktor und ich bin felsenfest überzeugt, dass folgender Satz stimmt. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Das Umfeld ist alles. Ich habe Menschen erlebt, deren Fitnessvorhaben nicht daran gescheitert ist, dass sie nicht wüssten, was sie tun sollen, sondern weil Menschen in ihrem Umfeld angefangen haben, das zu sabotieren. Wir sind hier in Köln, nicht unweit von hier gibt es ein urkölsches Brauhaus, das Päffgen. Ja, ich war mal da nach einem Event mit Leuten, die dann bei dem Event mich eingeladen haben. Und da ist das so, normalerweise gehen die Finger hoch, der Kellner kommt und zählt dann ab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sage, ja, für mich kein Kölsch, ich hätte gern Mineralwasser. An all die Kölner, hast du jemals probiert, in einem urkölschen Brauhaus ein Mineralwasser zu bestellen? Wasser ist in diesen Brauhäusern nur zum Händewaschen da, das ist deren Leitspruch. Das Unwetter, was da auf dich runterregnet, ist vom Allerfeinsten. Jetzt habe ich glücklicherweise genügend Selbstvertrauen, darüber zu stehen, aber kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die in solchen Situationen sagen, okay, ich traue mich nicht, ein Mineralwasser zu bestellen? Ist das vorstellbar? Dass du eigentlich anders möchtest, aber dich gezwungen fühlst aufgrund der Menschen, die um dich herum sind. Ich habe bei dem Thema Umfeld immer so ein bisschen einen Bauarbeiter in Castrop-Rauxel im Gedächtnis. Ist zufällig jemand Bauarbeiter in Castrop-Rauxel von euch? Nicht?
Stellt euch bitte kurz vor, die Situation, ihr seid auf dem Bau tätig, ja, 12 Uhr Mittagspause, die Jungs fangen an, ihre Butterbrotdose auszupacken, sie wollen dann vielleicht Pommes-Schranke bestellen, was so üblich ist, ja, unter diesen hart arbeitenden Jungs. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, Jungs, ich heute keine Pommes, kein Döner, ich habe mir einen schönen Rucola-Feldsalat mit Mangold und Tomatenstückchen vorbereitet, dazu gibt es noch eine frische Mango. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Problem auslöst, dass das für denjenigen vielleicht gewünscht ist zu essen, aber er nicht in der Lage ist, das durchzudrücken, im Sinne, ich schaffe es nicht, mich durchzusetzen gegen die Community. Ich habe Klienten, ich habe einen Anwalt, dem wurde nahegelegt von seinen Jurakollegen, das Rennradfahren aufzugeben, weil das keine angemessene Sportart ist für jemanden, der Jurist ist. Er solle sich doch gefälligst eine Sportart suchen, die man auch mit einer Akquise verbinden könnte. Also Golfen, Tennis, die typischen Klassiker. Jetzt sagt er aber von sich, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ja, ich möchte Rennrad fahren. Da gehört schon eine Menge Mut und eine Menge Selbstvertrauen dazu, das wirklich durchzuziehen. Ich glaube, wenn du für dich sagen kannst, du hast ein Problem mit Motivation für Sport, für Fitness, dann glaube ich eins über dich zu wissen, dass du womöglich nicht genügend andere sportliche und athletische, begeisterte Menschen in deinem direkten Umfeld hast, die dich da reinziehen und drin lassen. Denn es ist denkbar, dass wenn du sagst, ich will eigentlich Badminton spielen und Freunde anrufen und sagen, scheiß auf Badminton, wir haben 30 Grad, komm mit in den Biergarten, dann ist es vorstellbar, dass es Menschen gibt, die sagen, dann halt kein Badminton. Korrekt? Und das ist das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte, dass ihr versucht, vielleicht den einen Freund, den einen Kumpel, den einen in euer Leben zu ziehen oder ein Umfeld euch aufzubauen, was es euch erleichtert, regelmäßig Sport zu treiben. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte zum Abschluss, ist Folgendes. Ich bin fest überzeugt, dass ganz, ganz viele Menschen hier vielleicht auch heute Abend sind, weil sie aus optischen Gründen an ihrem Körper arbeiten möchten. Das heißt, motiviert sind durch, ich habe vielleicht zu viel Bauchfett, ich möchte weniger Oberschenkelfett haben, ich möchte meine Winkelärmchen weg haben und so weiter. Und ich möchte eine Vereinbarung treffen, zumindest mit all den Menschen, die heute Abend hier sind, dass wir alle in diesem Raum aufhören, andere Menschen danach zu beurteilen, wie viel Körperfett sie haben. Aufhören, Menschen danach zu klassifizieren, ob sie viel Bauchumfang haben oder ein Doppelkinn haben. Mich interessiert nicht dein Bauchumfang. Mich interessiert nicht, ob dein Trizeps hängt. Mich interessiert nur eine einzige Frage. Bist du fit? Ja oder nein? Hast du die Möglichkeit, deinen Körper als Vehikel durchs Leben zu fahren, um all die Dinge damit zu tun, die du dir vorstellst? Mit deiner Tochter, mit deinem Sohn auf dem Spielplatz zu sein. Ich war vor 3 Tagen mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Ein Vater sagt zu seinem Sohn, der Papa kann nicht so, er hat Leiste. Ein anderes Mal ist es Rücken, dann ist es Kreislauf. Wie schade für die Kinder, die auf ihre Eltern verzichten müssen, weil sie vielleicht nicht regelmäßig Sport gemacht haben. Ich wünsche mir sehr, dass jeder Einzelne für sich sich genau überlegt, was habe ich vor? Will ich besserer Vertriebler werden? Möchte ich nebenberuflich noch irgendetwas aufbauen? Möchte ich selbstständig sein? Will ich Zahnarzt werden? Bin ich im Studium? Egal, was du mir nennst, ich verspreche dir, eins wird dafür notwendig sein, über einen langen, langen Zeitraum fit und gesund zu bleiben. Ich weiß, dass ich mit einem Vortrag in dieser Art nicht jeden Einzelnen in diesem Raum dazu bewegen werde, ab jetzt sein ganzes Leben zu verändern. Allerdings hoffe ich sehr, dass der eine oder andere das zum Anlass nimmt, ein Umfeld sich aufzubauen, was es dir erleichtert, mehr Sport zu treiben, gesund zu leben und auf der anderen Seite sich daran zu erinnern, wozu du Fitness und Gesundheit eigentlich wirklich im Leben gut gebrauchen kannst. In diesem Sinne, bitte, bitte mach was draus. Vielen Dank, Köln. Clifford Opoku-Afari! Yeah.